Hi, hier ist Nano Nils. Heute stelle ich euch mal einen Biathlon-Schießstand vor. Ein Schuss, also ein Treffer, immer ins Schwarze. Es klappt um. Zack, Schuss. Muss natürlich genug Energie haben. Ich glaube, eine schwache Software könnt ihr vergessen. Hier klappen sie zurück. Aber nicht nur so. Sondern angenommen, ihr habt jetzt getroffen, ihr habt hier eine 10 Meter lange Kordel oder Schnur, einmal dran ziehen und schon alle wieder zu sehen. Absolut geiles Teil. Ich will es mal ausprobieren. Stell es hier mal hin. Ob das mit der Kordel so funktioniert, ich bin mal gespannt. Erstmal tun wir so, als wenn wir getroffen hätten. Haben wir natürlich nicht. Hier rutscht es. Nein. Also ihr müsst es schon befestigen. Hier sind zwei Löcher. Und hinten auch nochmal zwei. Das heißt, das müsste jetzt befestigt werden. Und in dem Augenblick, wo er dran zieht, zack, schießt dann wieder aufgerichtet. Das Ganze werde ich testen mit meiner Sniper L96. Hammergeiles Teil. 1,9 Joule ist nicht zu viel, aber schon mehr als eine 0,5 Joule, die es ab 14 gibt. Diese gibt es ab 18. 5 Schüsse. Ich hoffe, es wird was. Ich versuche mal mein Glück. Distanz werde ich gleich mal messen. So, ich will mal sehen. Entfernung zum Ziel. Ich habe mein Lasergerät zum Messen für die Entfernung. 5,8 Meter, 5,8 Meters away. Okay. Every time use a glass. Schutzbrille tragen. Ganz wichtig, safety first. Okay. Joule. No, not enough. Nothing happened. No chance. Also nehme ich die Ruger Mark 1. 4,3 bis 7,5 angegeben an Joule. Versuchen wir mal da unser Glück. Ja, schön spitz. Make my day. Oh. Ah. Wow. Das Teil hat zerfetzt bis zum geht nicht mehr. Also 4,3 bis ca. 7,5 Joule zerfetzt wirklich alles und drückt das Blatt bis zum geht nicht mehr. Ja, hier ein bisschen. Da auch ein bisschen. Farbe ist leider ein bisschen abgeplatzt. Schade eigentlich. Aber sonst, die Idee finde ich geil. Zack. Jetzt sieht eine Schnur. Zack. Alle wieder da. Okay, das war die Vorstellung. Champions Maker 2. Absolut nettes Teil. Bis zum nächsten Mal.